Hallöchen, herzlich willkommen zurück bei Stranded Deep, Staffel 2, Folge 11. Ich habe ein bisschen Holz hier schon mal rangezerrt. Aus dem einfachen Grund, weil wir jetzt mal zusehen wollen, dass wir hier ein paar Dächer auf unser Häuschen kriegen. Ich weiß gar nicht, brauchst du noch eine zweite Etage drauf? Wäre eigentlich auch ganz cool, ne? Muss ich sagen. Lass mal ausprobieren, ob das überhaupt dann funktioniert mit diesem einfachen Blätterdächern, dass man da drauf überhaupt laufen kann. Musst du schon relativ stabil dir was zusammenstricken. So, ein paar Materialien habe ich geholt. Jetzt klopfen wir aber erstmal hier vorne. Mal eben die Palmwedel ab, um hier nochmal Wasser anzusetzen. So, und dann geht es weiter mit dem Holz. Snacken wir mal eben eine Kokosnuss, bevor es hier losgeht. So. Und einen Bauhammer bräuchtest du eigentlich auch. Hast du noch einen hier? Ja. Sehr gut. Gucken wir gleich mal, was so ein Dach kostet. Und zwar bauen. Ist das hier? Ist das Holzboden? Ziegelboden. Und mal Wände. Fenster, Türen, ist klar. Dächer. Ah. Ach so, ja, ist doch viel hübscher. Holzdachkeil, Holzdach. Ja. Moment. Wie müsstest du ein Dachkeil setzen? Ja, wir machen das. Wir machen das so, ne? Dachte ich, oder geht das nicht? Ah ja. Oh, Moment, so, warte. Das wird ja ein Spaß. Snap doch mal bitte hier irgendwo dran, so. Der Seite und dann so ein Giebel. Ich weiß gar nicht, ob wir da dran kommen. Da muss ich aber jetzt erstmal ausprobieren. Haben wir hier ein Dach? Ne, leider nicht. Holzdach, Decke, Keil. Ich bin sehr gespannt, wie wir das zusammengefrickelt kriegen. Wenn ich jetzt hier gegenüber. So. Sehr gut. Und hier jetzt zwischen? Welches Teil ist denn das? Bauen. Dach. Holzdachhaube. Ja, die muss das sein. Bin sehr gespannt, ob es funktioniert. Die Hammer ist nötig. Ist der kaputt? Nein, der Hammer ist kaputt. Okay, gut, dass wir noch welche haben.
unbedingt mal zusehen, dass ich meinen ganzen Kram jetzt mal langsam darüber kriege. Lecker. Schlückchen Wasser nehme ich gerne. So. Irgendwo hast du hier noch einen anständigen Hammer. Zwei Stück nur noch. Naja, fürs Haus wird es erstmal reichen. Schon mal ganz gern ausprobieren, wie das jetzt aussieht hier mit der Haube. Baum, Dächer. Dächer. Haube. Ich glaube, das ist nicht richtig. Sieht ein bisschen komisch aus, ne? Es müsste eigentlich so ein durchgehendes Häubchen sein. Ich ziehe jetzt die erstmal einmal durch. Oh, wenn du schon eins gesetzt hast, ist es durchaus... Ach nee, das war falsch. Da musst du ja so ein Eck setzen, ne? Mist. Kann ich das jetzt nicht mehr abreißen? Ja, so wahrscheinlich nur, ne? Sehr gut, wieder zwei Stöcker durchgebracht. So ist es halt, ne? Wenn du ein bisschen was ausprobierst, geht auch mal was in die Hose. Ich kann mich nicht mehr genau dran entsinnen, wie ich das beim letzten Mal gemacht habe. Aber das finden wir schon noch raus. Als Dachdecke. Das ist ja hoffentlich der hier, oder? Nee. Sag mal. Das kann ich jetzt nicht in die Ecke setzen hier, ne? Das wird... Nee, das geht ja gar nicht. Andere Dachteile gibt's nicht, also muss es irgendwie so hinbekommen. Okay, das snappt schon mal gar nicht. Ich peil's gerade nicht. Hier bei Wänden noch irgendwie? Nö. Hey, ich muss doch irgendwie ums Eck kommen können. Der hat doch eben auch irgendwie gesnappt, oder? Ach so. Ja gut, das geht. Der war einfach falsch rum, ne? Oh. Alles klar. So. Musste da noch eine Ecke machen. Ja, halt gleich mal hier zwei kleinen, bitte. Schon wieder hören, wie ihr euer Monitor angeschrien habt. Nimm's doch! War doch das Richtige! So. Es snappt natürlich auch nicht so gut. So. Das sieht doch gut aus.
Gleich nochmal eine Mitte. Ja, haust sie hier rein. Ja. Ist ja die halbe Bude schon fertig. Und unserem Strandhäuschen. Nice. Ja, halb ist übertrieben, ne? Aber wir haben ja noch Holz da, so ist ja nicht. Wenn ich ständig irgendwas wieder abreißt, dann geht's doch. So. Vielleicht sollte ich das nächste Mal auch ein bisschen vorhacken. Das ist ja auch nochmal relativ lästig. Wenn das Zeug erstmal schon mal da ist, ist ja schon was wert. Ah. Ups. Na. Einen kleinen Dach vorbeigehauen. Die Seite ist fertig. Noch eine Decke. Können wir schon fast im Schatten stehen hier beim nächsten Mal. Wenn die Sonne aufgeht. So, jetzt kommen wir in die zwei ominösen Ecken. Kriegen wir sogar fast fertig das Ganze. Palmwedel nochmal abkloppen. Können wir auch gut gebrauchen. Und dann gucke ich mir gleich nochmal an. Wenn wir das hier endlich stehen haben, dass wir mal einen Anker ans Floß kriegen. Sehr gut. Ach so, oh, jetzt wollte ich extra welche mitnehmen. Jetzt habe ich natürlich mit denen aus der Tasche gebaut. Und die anderen da liegen lassen. Naja. So. Zweimal noch oben den Giebel. Da muss ich tatsächlich noch mal eine Palme umhauen. Oder ich hole mal ein bisschen Treibholz. Wo ist denn das Schwein jetzt? Hier war doch mal irgendwo eins. Da hinten steht. Ach, da ist auch die Krabbe. Zu stressig. Komm, wir hauen hier was um. Und hier, wie gesagt, die Palmen hier bei mir in der Nähe schon stehen lassen. Ne? Ich habe hier hinten noch genug von dem anderen Kram, den ich hier umholzen kann. Ist natürlich jetzt hier im Dunkeln auch nicht ganz so geil, aber ich brauche ja eigentlich nicht mehr viel. Hier hinten habe ich die Palmen weggeholt, ne? Da holen wir uns auch... Oh! Zucker ist schon wieder da. Nehme ich auch nochmal alle mit. Na. So, ist nochmal eine schön große. Die sollte reichen. Ich weiß, ihr seht nicht viel. Wir sind aber gleich wieder im Licht. Schließlich geht es hier ums Dach. Guck mal hier, so eine riesen Baustelle schon. Irgendwo hängen geblieben in meiner Palme. So. So. Oh Gott, ich sehe nichts. Gut.
So ist das, ne? Auf einer einsamen Insel. Dauert alles so seine Zeit. Ach. Ah. Kann ich das auch von hier oder ist das schon wieder? Nee, nee, das wird nichts. Komm, geh mal rein. So. Bin ich nur mal gespannt, wie ich jetzt da oben dran komme. Die letzten beiden Dinger noch zu füllen. Muss ich mir vielleicht sogar mal was überlegen. Dachhaube. Oh, sehr gut. Ah, Frühsport. Einmal hüpfen, einmal prügeln. War's das? Ja. Kostet auch 4, das Häubchen? Ja, das kostet auch 4. Dann müssen wir noch mal einmal noch hacken. Dann haben wir's. Gerade so geschafft, die Nacht ist rum. Fertig ist das Dach. Yay. So, wie sieht's denn aus? Schick. Das erste ist das doch gar nicht mal so verkehrt hier. Unterschlupf. So, Wasser. Einmal muss ich selber was trinken. Zum anderen würde ich hier sehr gern noch mal ein bisschen was nachgießen. Weiß nicht, ob es voll sein muss. Auf jeden Fall sollte es nicht komplett leer werden. Haben wir hier noch Wasser? Ja, sehr gut. Das einmal alles für das Beet. Das ist dann noch einmal voll. Nachschub für unsere Wasserdistille. So. Gut, dann würde ich jetzt als nächstes, wenn wir unser Hütchen endlich fertig haben, mal gucken, was wir hier so alles noch draufstellen und reinbauen können. Zum einen gab es denn hier noch Holztische und Stühle und so. Gut, das vielleicht eher später. Jetzt würde ich mal gucken. Ein Sägebock wäre ganz interessant. Ach ja, und ein Lagerfeuer. Das machen wir jetzt auf jeden Fall mal bei uns hier draußen auf der Terrasse, würde ich sagen. Oder machst du es rein? Je mehr du drinnen arbeiten kannst, in der Sonne, damit die Sonne nicht nervt, umso besser vielleicht, ne? So, die Bude fackelt nicht ab. Okay, Lagerfeuer mit Steinring. Warte mal. Muss ich. Ja doch, das muss ich erst bauen, ne? Und dann den Steinring drumherum. Ich hoffe es. Geht das hier überhaupt? Ja. An sich schon, aber hier machst du den Abgang zu deinem Garten.
Dann würde ich es vielleicht hier machen. Ich hoffe, das funktioniert so. Ja. Sehr gut. Müssen wir hier vorne natürlich auch nochmal 3 Foundations dran basteln. Würde ich dann aber später machen. Was sagen die Werte? Oh, was du bist. Drüben sollte auf jeden Fall noch was im Wassersammler sein. Wir brauchen da auch noch sogar einen dritten von. Den würde ich dann hinten zu den Beeten nochmal stellen. Dann haben wir... Guck mal hier, das Häuschen. Geil. Ich find's gut. So, Lagerfeuer hast du. Hier waren irgendwo noch Steine drin. Was brauche ich denn für den Eulenanker? Den will ich mir tatsächlich auch als erstes mal bauen, bevor... Ne, warte mal hier. Floßanker. 6 Steine, 1 Stock und 4 Seile. Wow. Das ist auch nicht so günstig. Nee, 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 nee. Ein Speer dabei? Nee. Irgendwo hier diese Schlange war. Irgendwann mal hier an Land schlängelt. Oh! Genau das meine ich. Oh, ist so eine blöde Schlange, ey. Komm, dann klopfe ich jetzt hier nochmal die Palme weg. Wow. Da. Ich habe nicht gesehen, wo die hingeflogen ist. Dann machen wir uns noch einen Anker. Dann sind wir schon relativ gut aufgestellt. Und können dann ganz in Ruhe... uns hier weiter einrichten. Und auch endlich mal wieder raus aufs Meer. Und ich muss auch noch tauchen hier und so. Nimm die Stöcker mal mit. Und wenn es geht, die Kiste mit den Steinen auch gleich. Das war die, ne? Hier musst du auch noch eine Tür reinbasteln. So, Seile. Kann ich den jetzt bauen oder fehlt noch was? Vier Seile, ein Stock hast du. Hier fehlen noch die Steine. Jetzt sollte es wohl funktionieren. Muss die hier einfach eine Seite, ist ja wurscht, wo der hängt, ne? Seile. Ihr kennt es. Sorry, Leute. So, ein Seil noch bitte. 3 und 4 ist auch ein Unterschied. Ich mal hier lesen. So, Anker. Los geht's. Das war ja klar, dass du hier wieder nicht dran kannst, ne? Ginge schon, aber hängt halt.
gerade die Lampe umgeschmissen. Kriege ich das hier irgendwie hoch? Oh, dann läuft's doch. Verpasster. Hier würde auch gehen. Ist mir eigentlich wurscht. Komm hier auf die Seite. Oh Gott. So. Sehr gut. Jetzt sind wir noch startklar. Können demnächst mal auf Tour gehen. Du musst allerdings auch noch mal hier kurz eine kleine Runde im Wasser drehen. Bevor ich dann hier weitermachen muss mit Aufräumen und Einsortieren. Bauen wir ein paar Plankenregale. Schmeiße ganze Gedöns da rein. Aber so an jeder Seite mal ins Wasser gucken, würde ich schon ganz gern, was da los ist. Da mache ich mich aber leer, ne, falls ich irgendwas finde. So. Wasserflasche kannst du gleich auch hier lassen. Teile packst du hier mit zu. Ein Palmwedel packst du gleich nochmal hier rein. Und den Bauhammer brauchst du gerade auch nicht. Gut. Taschenlampe. Wunderbar, das machen wir hier zum Abschluss nochmal. Hauptsache, dir passiert nichts. Vielleicht hättest du lieber speichern sollen vorher. Erstmal nichts Gefährliches. Schildkrötchen. Hier wird es wahrscheinlich spannender, wenn es tiefer wird. Oh, da ist eine eklige Schlange. Dicker Fisch. Ach, schon so lange nicht mehr im Wasser gewesen. Einfach mal kurz gucken, was hier so in unserer Umgebung noch einfach abzugreifen wäre. Ih, da ist so ein... Oh, Vorsicht, so ein Löwenfisch. Oh, weg. Hier wird's richtig tief. Und da ist der erste Hai, der hier mal ein Auge macht. Seetank. Blöder Hai. Lass mich mal hier vorbei, bitte. Ohne an mir rumzuknabbern, wenn es geht. Alter, ist das hier tief. Das ist nicht gut. In der Hoffnung, dass hier noch ein paar Steine und ein bisschen Clay wären vielleicht. Oh, hier ist ein erstes Schiffswrack. Nice. Okay, rechts vom Flugzeug raus gibt es den ersten Loot. Sache, ey. Unter Wasser mag ich es echt. Auch wenn es am gefährlichsten ist, aber es sieht einfach gut aus. Aber was wirklich interessant ist, habe ich jetzt hier noch nicht gesehen. Also natürlich Schiffswracks und sowas, aber Steine und Clay jetzt nicht wirklich.
mal ab. Hm, dieser blöde Fisch, ey. Nicht, dass er mich gleich wieder vergiftet. Irgendwann brauchen wir mal einen. Hier ist auch nicht viel los. Müssen wir wohl später nochmal weiter raus. Oh, hier liegt auch noch eine Kiste. Oh, das Wetter wird schlecht. Es fängt an zu regnen. Die See wird rauer. Wo war das jetzt hier? Die Kiste greife ich mir gleich mal eben ab hier. Zwei sogar. Und schon wieder. Oh, und Seile und so. Nehme ich alles mit, da kriege ich nichts. Oh, oh. Ich glaube, ich sollte aus dem Wasser. Das Wetter derart schlecht wird, ist das eine gute Gelegenheit, unser Häuschen mal einzuweihen. Boah, ja. Komm. Oh, Schwein. Lass mich in Ruhe, Schwein. Ich hoffe, das war nur die Krabbe. Oh. Home sweet home. Ah. So, sehr gut. Jetzt noch ein Stühlchen hätte, um mich hinzusetzen, wäre ich auch sehr zufrieden. Naja, dann warten wir mal das Unwetter hier ab. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Und wenn das so war, dann denkt an den Daumen, bitte. Und ich freue mich aufs nächste Mal bei Stranded Deep. Macht es gut, bis denne. Tschüss. Hier wieder.